Erneut haben am Montagnachmittag teilweise kräftige Gewitter gewütet. Während am Wochenende vor allen Dingen die westlichen Landesteile betroffen waren, erwischte es diesmal vor allem die östlichen und nördlichen Landesteile. Gebietsweise wurden enorm hohe Blitzraten verzeichnet und örtlicher Starkregen führte gebietsweise zu Überflutungen. Teilweise wurde Schlamm von den Feldern in die Ortschaften gespült. Wie hier im sächsischen Oberlungwitz stand der Schlamm teilweise kniehoch in den Straßen. Die Feuerwehr hatte aber nicht nur hier alle Hände voll zu tun, um die Hinterlassenschaften der Unwetter in mühsamer Kleinarbeit zu beseitigen. Auch für den Dienstag werden noch einmal zahlreiche Schauer und Gewitter erwartet, doch haben diese nicht mehr so viel Unwetterpotenzial wie an den vergangenen Tagen.